Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder Breaking Point, ab nach Mexiko, wie ihr hier schon schön erkennen könnt. Ja, Ricardo verlässt Renault und geht zu McLaren wie in echt. Und wir gehen jetzt zum Rennen in Mexiko. In den letzten paar Runden hofft Racing Point, dass ihre beiden Fahrer punkten können und sie in der Tabelle nach vorne bringen. Aiden Jackson muss seine Position noch ein letztes Mal verbessern und versucht verzweifelt mit seinem Teamkollegen Kasper Ackermann mitzuhalten. Wie sieht's da draußen aus, Aiden? Alles okay? Ja, gut. Ich glaube, wir können anfangen anzugreifen. Wo ist Kasper? Vor dir. Aber mach dir um ihn keine Gedanken. Versuch einfach, deine Position zu verbessern. Ja, verstanden. Jetzt vorbei an Vettel? Fragezeichen. Was? Oh, hier neben Vettel gesetzt. Stark. Und jetzt haben wir noch Magnussen vor uns. Den Haas-Piloten. Da werden wir, denke ich, auch mal easy vorbeikommen. Werden sogar noch das DRS abgestaut haben. Gut gemacht. Du bist die bislang ja, aber ich so einfach wird es anscheinend doch nicht. Er lässt uns gar nicht so einfach vorbei hier. Jetzt Bottas vor uns. Valtteri Bottas. Kasper liegt im Moment drei Plätze vor dir. Ja, drei Plätze ist möglich. Wir haben die Mediums und Bottas die harten. Wow, ein bisschen sehr spät gebremst vielleicht. Jetzt hier schön raus beschleunigen. Wow. Jetzt hier vorbei am... Jetzt wollte ich schon Williams-Piloten sagen. Am Mercedes-Piloten. Innenreihen funktioniert nicht ganz. Hier jetzt neben Valtteri setzen. Er crasht uns rein. Und wir sind trotzdem vorbei. Perfekt. Aber wir sind trotzdem ganz schön weit hinter Kasper. Es könnte doch ein bisschen enger werden. So, jetzt hinten dran an Ricardo. Aber das wird wahrscheinlich diese Runde noch nichts. Ja, das wird diese Runde noch. Beziehungsweise auf dieser Geraden wird das noch nichts. In dieser Runde vielleicht schon. Wie zum Beispiel hier jetzt. Bin ich aber nicht perfekt rausgekommen. Einfach mal reinbremsen und vorbei am Australier. Come on. Kasper ist direkt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2, alle erkennen heute die Entschlossenheit von Racing Point und Aiden Jackson, sowohl von der Tribüne als auch von zu Hause aus. Da hast du auf jeden Fall recht. Seine Leistungen haben sich im Laufe der Saison verbessert und heute hat er eine fehlerfreie Vorstellung abgeliefert. Aber jetzt kommt's drauf an. Es geht auf die Hauptgerade und bei diesen beiden gibt es deutliche Spannungen. Sein Teamkollege ist jetzt direkt hinter ihm. Wird er Platz machen? Bleib auf deiner Position, Aiden. Sowas habe ich noch nie auf irgendeiner Rennstrecke gesehen. Und Vorsicht! Jetzt wird's ganz eng zwischen den beiden. Sie berühren sich. Was für ein Manöver! Und beide sind sie raus aus dem Rennen. Oh, oh. Gefährlich. Katastrophe, weil keiner der Fahrer seine Position aufgeben will, kollidieren Aiden Jackson und Kasper Ackermann bei der Einfahrt in Kurve 1. Beide Autos werden irreparabel beschädigt und müssen aus dem Rennen genommen werden, was den Traum von einem Platz unter den ersten 5 in der Konstrukteurmeisterschaft für Racing Point platzen lassen könnte.
Schließ die Tür. Los, setzen. Was zur Hölle ist da draußen passiert? Wir haben Millionen in euch investiert. Millionen! Und was macht ihr? Führt euch auf wie zwei kleine Schulkinder! Du hast dieses Jahr viel zu beweisen, Junge. Und du tust so, als hättest du nichts falsch gemacht. Und jetzt zu dir. Du weißt es doch besser. Ihr widert mich an. Ihr solltet euch schämen. Brian, sag jetzt nichts. Ich will jetzt nichts von dir hören. Ich sollte euch beide feuern, und zwar auf der Stelle. Ihr habt die ganze Saison für uns versaut. Das Team ist mehr als nur ihr beide und eure dummen Streitereien. Es reicht. Nächstes Mal seid ihr beide raus, ist das klar? Und wenn nötig, setze ich mich für den Rest der Saison selber ans Steuer. Und jetzt raus mit euch. Lass mich! Hey. Hey. Und? Was hat er gesagt? Er hat gedroht, uns zu feuern. Macht er nicht. Darum geht es nicht. Ich lass dich in Ruhe. Wie geht's, Lily? Macht sie sich Sorgen? Nein, sie hat dich aus dem Auto steigen sehen. Sie ist bei deiner Mutter. Okay, gut. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Macht's auch nicht leichter. Mag sein, aber dir geht's gut. Und deine Familie liebt dich. Alles andere ist nicht so wichtig. Wir sehen uns später. Okay. Sieht hier jetzt ein bisschen anders aus, I think. Lul. Die Rodriguez-Resultate. Social Media. Hör, jetzt sind wir Ackermann. Lul, als ob wir jetzt Ackermann sind. Mir fehlen die Worte. Brian, ich weiß nicht, ob er sich schon bei dir gemeldet hat, aber du musst dich mit Otmar treffen, und zwar pronto. Lukas Weber. Gesagt Interviews. Ja, das war anscheinend die Saison. Wir sind jetzt Kasper Ackermann. Cool. Ja, es war heute eine sehr kurze Folge. Großer Preis von Mexiko. Nächste Saison gibt's dann in der nächsten Folge. Ja, also checkt die auf jeden Fall gerne ab. Ich würde mir sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Neues. Tschüss.